So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Und der Ben sieht auf einmal ganz anders aus. Das liegt daran, dass ich mich entschieden habe, dass ich hier nochmal hochfahre. Also ich bin hier wieder im Bannwald-Wilder See, also da, wo quasi die Westwegreihe aufgehört hat, beziehungsweise gestoppt hat. Und das hier wird jetzt so ein Special-Zwischendurch-Video, weil das hier doch schon ein so wichtiger Platz ist, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, hier noch ein bisschen mehr zu erzählen, als ich das im Rahmen meiner Westweg-Tour gemacht habe. Und wir gehen jetzt auch runter an den See, was ich ja auf der Westweg-Tour auch nicht gemacht habe. Erstens aus Kraftgründen und zweitens aus keine Lustgründen. Außerdem waren da enorm viele Touristen unterwegs. Heute ist es erheblich ruhiger, sind immer noch Leute unterwegs, aber wirklich viel weniger, als das letzte Mal der Fall war. Und ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen stressfrei ein bisschen was filmen und erzählen kann, ohne dass ich dauernd gestört werde. Deswegen, ja. Außerdem habe ich jetzt wieder frisch Kamera-Akku und muss nicht darauf achten, da irgendwie zu sparen, weil ich noch weiter will. Und legen wir los. Und hier kann man auch wunderbar sehen, dass dieses Birkenrinde entfernen definitiv zu tief war. Kann man sehr schön erkennen, das ging bis auf Solz. Der Baum kann hier nicht die Rinde nachbilden und hat hier einen irreparablen Schaden erlitten. Also wenn man so tief Birkenrinde abschneidet und die ist geschnitten, man kann hier noch die Schnittstelle sehen. Upsa. Man muss mit der Kamera auch draufhalten. Also da hat jemand einen Schnitt gesetzt und dann das hier nach hier abgezogen, weil es in die Richtung auch dünner wird. Das einzig Gute bei der Sache ist, es geht nicht um den ganzen Baum, sondern hört dann hier auch wieder auf. Deswegen lebt er auch noch einigermaßen. Aber das ist wirklich eine schwere Schädigung. Würde dieser Birkenrinde-Schnittabzieher wirklich um den ganzen Baum gehen und eben nicht hier noch eine intakte Seite sein, dann wäre es auch durchaus vorstellbar, dass der Baum eingehen würde. Ist die Frage, ob er das nicht trotzdem noch tut. Auf jeden Fall hat er damit wirklich eine schwere Schädigung erlitten und das heilt wahrscheinlich nicht mehr ganz. Insbesondere bei den doch relativ geringen Zuwächsen hier oben und die Tatsache, dass das eine Birke ist, die gar nicht darauf ausgelegt ist, sowas zu heilen, sondern halt sowieso nur eine kurze Lebenserwartung hat und dann auch relativ schnell bei solchen Situationen eingeht. Hätte man nur die aller oberste Schicht entnommen, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Was heißt wahrscheinlich? Das wäre nicht passiert. Mit Sicherheit. Das sieht man eine Zeit lang, aber dem Baum schädigt es nur minimal bis überhaupt nicht. Muss man dann allerdings natürlich selber wissen, ob man überhaupt Birkenrinde frisch vom Baum sammeln muss. Meistens findet man ja auch genug totes Zeug, das rumliegt. Also letzteres würde ich bevorzugen, hin und wieder hole ich mir auch mal was frisch vom Baum. Dann aber in meinem Fall nur bei Bäumen, von denen ich weiß, dass die ohnehin weg müssen. Also dass die quasi schon so gut wie gefällt sind. Das ist also so ein typisches Waldbild für diesen Bannwald hier, eben mit dem vielen, vielen, vielen stehenden Totholz im Vordergrund. Und im Hintergrund seht ihr auch auf der anderen Hangseite die abgestorbenen Stämme. Das ist also wirklich bemerkenswert viel Totholz. Und so ein Waldbild sucht auch deutschlandweit. Naja, man muss eine Weile suchen, bis man was Ähnliches findet. Das ist hier schon ziemlich einmalig. Jetzt bin ich ja kein reiner Naturschützer, aber ein solcher würde euch jetzt bestimmt einen 20-minütigen Vortrag halten, wie extrem wichtig Totholz für die Biodiversität ist und was für tolle Viecher da alles drin wohnen. Und ja, dass eigentlich quasi jeder Wald einen enormen Totholzanteil bräuchte. Ich möchte das Thema mal so aufziehen, dass ich mal ein bisschen auf einen Streit in der Praxis eingehe. Wir wollen auch einen gewissen Anteil von Totholz im Wirtschaftswald haben, weil das hier ist ja ganz spezieller Wald. Da spielt das keine Rolle und es interessiert auch keinen Förster, ob hier jetzt nun viel Totholz drin steht, beziehungsweise wie viel Totholz hier drin steht, interessiert ihn höchstens im positiven Sinne, dass er sich sowas auch mal gerne anguckt. Aber er hat da kein Problem mit. Während im Wirtschaftswald der Förster in der Regel derjenige ist, der mit Totholz so ein bisschen seine Bedenken hat, einfach aus dem Grund, dass die Dinger a. kein Geld mehr wert sind, b. ein enormes Sicherheitsrisiko bei der Holzernte darstellen, und
das war es eigentlich im Wesentlichen. Das sind so die Hauptgründe. Alles Weitere sind dann eher so Kleinigkeiten. Aber das sind schon zwei sehr gewichtige Gründe, weil da hängen eben Menschenleben dran. Das kann wirklich enorm gefährlich sein. Und der andere Grund ist eben der wirtschaftliche. Und das liegt nicht nur daran, dass man einfach nur den einen Baum da nicht fällen kann, sondern in der Regel kann man halt eben aus bestimmten Gründen dann den Baum nebendran unter Umständen auch nicht fällen, weil er zu nah am Biotopbaum, Totholzbaum, dran ist. Wie geht man dann damit um? Man muss entsprechend die Rückigassen entsprechend so legen, dass sie nicht über so einen Baum führen. Man hat da also wirklich einen gewissen Aufwand in der Waldbewirtschaftung dadurch, dass man da jetzt einen gewissen Totholzanteil hinkriegen muss. Natürlich ist ein gewisser Totholzanteil im Wirtschaftswald auch durchaus vorgesehen und auch eine gute Sache. Und daran zweifelt auch keiner, dass es einen gewissen Anteil geben sollte. Nur ist eben der große Streitpunkt, wie hoch dieser Anteil eben zu sein hat. Oh, hier ist noch was Schönes zum Filmen. Und um eine Zahl zu nennen, Vorschläge habe ich bereits gehört zwischen 3 und 15%. Irgendwer hat mal 20 in den Raum geschmissen, aber das ist total utopisch und völliger Schwachsinn. Also niemand, der einigermaßen ernst genommen werden möchte, würde 20% im normalen Wirtschaftswald an Totholzanteil vorschlagen. Selbst hier eben in diesem Nationalpark haben wir wahrscheinlich, also mal abgesehen davon, dass wir auf dem Großteil der Fläche überhaupt nicht wahrscheinlich nicht mal die 10% erreichen, haben wir selbst hier in diesem Gebiet vielleicht die 20. Stellenweise haben wir sie sicher, stellenweise hat man auch mehr. Über das gesamte Gebiet verteilt wirklich die 20% erreicht, das weiß ich nicht. Aber viel mehr wird es wirklich dann auch schon wieder nicht sein. So alt ist der Wald dann auch noch nicht. Klar, irgendwann wird er die 20, 30, 40, 50% haben, aber noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich in dem vorhergehenden Video schon erwähnt habe, wie lange das dauert, bis dieser Wald dann wirklich zusammenbrechen würde. Er befindet sich ja jetzt in der, ja sagen wir es mal, Altphase, also über die Optimumphase hinaus. Wir können ganz grob im Wald so Wachstumsphasen unterscheiden. Die beginnen eben mit der Aufwuchsphase, wo das ganze Zeug erstmal hochwachsen muss, von Null auf Wald, der diesen Begriff auch verdient hat. Darauf folgt eine Phase mit sehr raschem Wachstum, das auch wirtschaftlich dann eben die sehr interessante Phase darstellt, weil natürlich will man die Phase des Waldwachstums mitnehmen, die auch am meisten Holz produziert, was man dann natürlich auch wieder verkaufen kann. Das ist ja irgendwo sinnvoll. Und nachdem eben dieses sehr schnelle Wachstum quasi bis ins Erwachsenenalter in Anführungszeichen hinein des Baums abgeschlossen ist, ab dem Punkt nimmt auch zumindest das Höhenwachstum sehr schnell, sehr rapide ab und das Dickenwachstum geht auch immer weiter zurück. Ja, und irgendwann erreicht das Bestandeswachstum, also sämtliche Bäume des Waldes, was die an Zuwachs, an Holz produzieren und Holz, das quasi verloren geht durch Bäume, die auf natürliche Ursache schon wieder sterben, so einen ausgeglichenen Punkt. Und dann befinden wir uns so ein bisschen in der stationären Phase, in Anführungszeichen, wo sich die Holzmasse im Wald nicht mehr nennenswert verändert, für eine gewisse Zeit lang, bis dann eben die Bäume, die primär irgendwann mal alle das gleiche Alter hatten, weil sie mehr oder weniger alle gleichzeitig hochgewachsen sind, von eben einem kahlen Zustand ausgehend, diese erreichen dann halt irgendwann das Alter, wo sie dann auch einen natürlichen Tod sterben. Und da geht man dann eben davon aus, dass es dann zu einer Zusammenbruch- bzw. einer Abbau- und dann einer Zusammenbruchphase kommt, wenn halt eben die Bäume, die sterben und das damit quasi absterbende Holz, das zuwachsende Holz übersteigt. Und wir befinden uns in diesem Wald hier jetzt definitiv in dieser Phase, in der langsam mehr Bäume zu sterben beginnen, als hinzuwachsen. Beziehungsweise es so irgendwo so eine Trade-off-Situation ist. Wahrscheinlich würde das in einem Wald, der nicht durch so viel Borkenkäfer verunstaltet, wenn man das so nennen möchte, es sieht ja auch irgendwo interessant und gut aus, würde das wahrscheinlich noch mal deutlich länger dauern, als es hier der Fall ist. Man muss allerdings natürlich dazu sagen, dieser Wald ist 105 Jahre alt im Sinne von 105 Jahre ist er die Waldform, die wir jetzt hier sehen, in der forstwirtschaftlich nichts mehr gemacht wurde. Die Bäume sind zum Teil natürlich noch viel älter.
Leider weiß ich jetzt auch nicht genau, wie alt dieser Waldbestand hier eigentlich ist. Das hat mir nie jemand erzählt, stelle ich gerade fest. Muss ich mal nachlesen, vielleicht finde ich das irgendwo. Jedenfalls, er dürfte halt schon noch mal einen Tacken älter sein als die Unterschutzstellung, weil man hat hier keine Kahlfläche unter Schutz gestellt, sondern schon einen vorhandenen Wald. Die Unterschutzstellung kam ja erst, ist daraus resultiert, dass es hier einen besonders schönen Wald gab, den man für schützenswert erachtet hat. Nicht, okay, hier planen wir jetzt mal, dass hier in 100 Jahren ein schöner Wald stehen soll, der schützenswert ist. Aber wie gesagt, die genaue Zahl kenne ich nicht. Ich versuche es zu recherchieren und schreibe es euch gegebenenfalls unten hin, wenn ich es rausfinde. Wenn nicht, dann können wir nur spekulieren. Oder man müsste einen Fachmann fragen, den ich gerade nicht da habe. So, an diesem Schild standen wir schon mal, beziehungsweise ich glaube, gefilmt hatte ich nur... Moment... dieses Schild hier und auch da eben der Sicherheitshinweis, dass der linke Weg hier, wenn ihr hier steht und dieses Schild seht, durchaus schwierig zu begehen ist. Und dazu gibt es gleich am Anfang ein schönes Beispiel, nämlich diese spannende Konstruktion hier, die man runter muss. Aber ich sehe, man hat hier inzwischen Stufen hinzugefügt, die gab es früher nicht. Da musste man wirklich irgendwie gucken, wie man diesen Stein hier runtergekommen ist. Gerade runter ist schwierig, hoch ist nicht so gefährlich, würde ich sagen. Da kann ja schon jeder halbwegs sportliche hochklettern. Aber dann hat man also diese Tatsache, dass es hier jetzt wirklich so ein bisschen stufenartig runtergeht. Das gab es früher nicht, das müssen sie irgendwann mal gemacht haben. Das kann ich mich nicht daran erinnern, dass das damals schon da war, als ich das letzte Mal hier war. Na, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Ich weiß es nicht. Ich kriege ja leider das Kamerageräusch nicht ganz aus der Aufnahme raus, aber dieser Wald ist schon bemerkenswert ruhig. Beobachtet mal bei den reinen Landschaftsaufnahmen, bei denen ich nichts sage, beziehungsweise beobachtet, hört mal drauf, was ihr so hört. Ihr hört nicht viel. Das liegt eben auch an dieser Talkesselstruktur, dass sämtliche Einflüsse von außerhalb des Talkessels im Talkessel deutlich abgeschwächt sind, was es zu einem besonders, wenn man ein bisschen in die esoterische Richtung gehen möchte, magischen Ort macht. Gerade unten am See, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderer Platz. Das sagt zwar jeder, der da unten schon mal gewesen ist, aber auch gerade das sollte man vielleicht als Indikator dafür nehmen, dass es auch wirklich so ist. Ja, dann lasst uns nochmal auf das Thema Totholz zu sprechen kommen. Hier sehen wir gerade welche, schön dekorativ am Wegesrand. Generell ist es wichtig, dass man bei Totholz gleich mal eine Sache begreift. Holz kann eigentlich niemand verdauen, bis auf eine spezielle Organismengruppe, die als einzige in der Lage ist, mit Holz was anfangen zu können in Sachen Essen. Und das sind Pilze. Jeder, der also in irgendeiner Form Holz abbauen will, ja, okay, technisch gesehen können es auch noch gewisse Bakterien. Gut, ja, schön. Also der ist entweder ein Bakterium, dann hat er Pech, weil ein Bakterium ein deutlich primitiverer Organismus als ein Pilz ist. Als Pilz hat man bestimmt mehr Spaß. Als Pilz kann man sogar Sex haben. Wie dem auch sei. Ich weiß nicht, ob Pilze da Spaß bei haben. Wäre mal ein tolles Forschungsprojekt. Wenn man Holz abbauen will, ist man eben ein Bakterium oder ein Pilz. Das heißt, jedes Tier, das im Holz lebt, muss in irgendeiner Form mit Pilzen vergesellschaftet sein, beziehungsweise sich die Hilfe der Pilze zunutze machen. Und das tun auch fast alle holzbewohnenden Tiere. Beispielsweise eine typische Art und Weise, sich den Pilz als Helfer quasi hinzuzuziehen, ist, dass man im Magen einen Pilz mit sich rumschleppt, sagen wir mal nicht unbedingt im Magen, sagen wir im Verdauungstrakt,
Und wenn man dann Holz futtert, dann landet das eben im Verdauungstrakt, wird von dem Pilz zersetzt und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann man das zersetzte Holz dann eben doch verdauen, das dann nach und nach eben so schön aussieht, wie vermosertes Holz dann irgendwann aussieht. Eine durchaus auch schöne Struktur, wie ich finde. Also entweder kann man das dann verdauen oder man lässt den Pilz davon wachsen und frisst dann den Pilz. Natürlich nicht ganz, sondern immer nur in Teilen. Aber diese Möglichkeiten gibt es, um mit Holz was anfangen zu können. Als Tier, zum Beispiel ein Insekt. Hier haben wir auch wieder ein paar flüchtende Flechten. Es gibt zum Beispiel auch noch die Alternative, dass man einen Pilz dabei hat, in Anführungszeichen, mit dem man dann das Holz infiziert, der Pilz quasi um das Insekt herum das Holz zersetzt und das Insekt dann das zersetzte Holz, das dann aufbereitet ist und für Insekt essbar futtert, oder eben wieder den Pilz, der dort wächst, in diesem Pilzmilieu. Es ist übrigens fast schon Premiere, dass ich auf diesem Kanal was zu Pilzen erzähle. Das mache ich ja überhaupt nicht gerne und auch nicht oft. Moment, ich muss mal meinen Fuß hier ein bisschen mehr einklappen, sonst ist der im Weg. Ich habe jetzt ein Einbeinstativ. Das war echt eine tolle Idee. Ich hatte es ja, glaube ich, auch auf den Kommentar geantwortet, dass das wirklich was ist, was ich mir zulegen werde. Und das habe ich jetzt. Das heißt, ich kann, wenn ich zwischendrin mal stehen bleibe, richtig schön wackelfreie Aufnahmen von irgendwelchen Totholz zum Beispiel machen. Und ich kann das Ding gleichzeitig als Deppenzepter verwenden, wenn ich zwischendrin durch die Gegend laufe. Und das ist sogar noch länger als mein altes Deppenzepter. Auch wenn ich deswegen dann immer den Kamerawinkel erst anpassen muss. Aber ich kann mich jetzt auch von noch weiter weg filmen, sehe dabei noch bekloppter aus. Das Gute ist aber, man sieht mehr vom Hintergrund. Und nicht eben nur mich, sondern auch ein bisschen die Waldumgebung, was gerade in diesem Zusammenhang hier sehr wichtig ist. So, und bevor ich jetzt völlig abschweife von der Totholz-Thematik, hier haben wir noch mal welches. Und zwar sehen wir hier einen Baumpilz. Auch noch eine allgemeine Sache, die man zu Pilzen unbedingt wissen muss, für diejenigen, die das noch nicht wissen. Was ihr hier draußen hängen seht, das ist immer nur der Fruchtkörper. Der dient eben zum Pilzsex, der vielleicht sogar Spaß macht, wie wir eben geklärt haben. Reines Reproduktionsorgan dient dazu, dass quasi die Pollen des... die Sporen des Pilzes in irgendeine Form einfach an einen Ort gebracht werden, an dem sie auch Wind verbreitet werden können oder Wasser verbreitet. Die beiden Möglichkeiten sind so die gängigen Systeme. Gibt noch eine Ausnahme, die sogenannte, wie heißt sie? Zoospore, genau. Die Zoospore ist sowas wie das menschliche Spermium und kann sich tatsächlich selbstständig fortbewegen. Allein deswegen ist ein Pilz auf keinen Fall eine Pflanze, weil er einen sich fortbewegenden Teil im Entwicklungsstadium haben kann. Wobei die Pilze, die Zoosporen haben, meistens auch keine klassischen Pilze sind, sondern schon wieder so ein super Spezialfall. Aber ich zähle sie jetzt einfach mal zu den Pilzen, der Einfachkeit halber. Aber geht davon aus, wenn ihr einen Pilz außen am Baum findet, dann wird in dem Baum drin der komplette Stamm durchgepilzt sein mit dem Myzel, der im eigentlichen Pilzkörper, nämlich dieses ganze Geflecht von normalerweise weißen Pilzfäden. Also die Hauptbiomasse des Pilzes sind einfach wirklich bloß Fäden, die sich eben durch den Wirtskörper in vielen Fällen, insbesondere bei Holzpilzen, durchziehen. Kann auch sein, dass sich eben dieses Myzel durch den Boden zieht, aber in irgendeiner Form ein Medium, in dem ein Pilz lebt, braucht ein Pilz. Ein Pilz kann nirgendwo eine Struktur aufbauen und irgendwo für sich allein wachsen. Außer eben der Fruchtkörper. Deswegen ist das so das Einzige, was wir auch sehen können. Und ein Pilz muss einen extremen Aufwand und sehr viele Ressourcen verbrauchen, um einen großen und vor allen Dingen stabilen, wie hier bei dem Baumpilz, Fruchtkörper auszubilden. Das ist also wirklich auch eine ziemliche Leistung, wenn ein Pilz einen großen solchen Pilz, in Anführungszeichen. Wo sind meine Finger? Hier. hervorbringen kann.
Die Sache mit den möglichst ruhigen Kameraschwenks ist etwas, woran ich noch arbeiten muss. Das übe ich ja jetzt gerade zum ersten Mal. Durch das Einbeinstativ ist das überhaupt jetzt erst möglich geworden mit meinem normalen Dreibein. Da ist das alles so fest verschraubt, dass irgendwelche Schwenkereien, zumindest bei der Preisklasse, die ich für mein Stativ ausgegeben habe, nicht möglich sind. Mit dem Einbein geht es hingegen schon, aber das muss man ja trotzdem erstmal von der Hand her einigermaßen hinkriegen. Deshalb habt bitte ein bisschen Geduld mit mir. Ich arbeite dran. So, hier haben wir jetzt wieder eine gar nicht so einfach zu laufende Stelle. Ups. Sieht man mich überhaupt? Ja, tut man. Da kann ich nämlich auch nicht in die Kamera gucken, weil ich nämlich laufen muss. Ja, das ist halt eben wirklich nicht gänzlich ohne dieser Weg. Also wenn man ein völliger Gehtrottel ist, dann sollte man sich doch überlegen, ob man hier langläuft. Und was man unbedingt auch beachten muss, ist, dass man entsprechendes Schuhwerk anhat, sofern man nicht ein Idiot ist, so wie ich. Ich habe nämlich Folgendes an. Diese hier. Wer übrigens diese Schuhe erkennt, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Der eine oder andere von euch hat die schon mal gesehen. Der eine oder andere hat sie sicher auch schon mal angehabt. Ja, ja.